Sehr geehrte Zuseher, Kunden und Partner, heute präsentieren wir Ihnen ein ganz besonderes Leitungsprojekt, die Erdgas-Hochdruckleitung EHDL 100. Mit dieser Erdgas-Hochdruckleitung schaffen wir eine Anbindung der großen oberösterreichischen Speicher an das österreichische bzw. europäische Gasnetz. Damit schaffen wir einen Meilenstein für die Versorgungssicherheit aller oberösterreichischen bzw. österreichischen Erdgaskunden. Dieses Projekt hat auch wichtige Beschäftigungsimpulse in der Region gesetzt. Rund 170 Personen waren in dieses Bauprojekt involviert, sei es bei der Planung oder beim Bau direkt vor Ort. Rund 400.000 Kubikmeter Erdreich wurden bewegt, um für die 9.000 Tonnen Stahl Platz zu machen. Über 80 Geräte und Fahrzeuge, vom Schweißaggregat über das Hebegerät bis zum Bagger, waren im Einsatz. Bei voller Leistung kann die Erdgas-Hochdruckleitung HDL 100 1,26 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde transportieren. Dies entspricht dem Jahresbedarf von rund 900 Einfamilienhäusern. Die Leitungsbauarbeiten wurden unter ökologischer Bauaufsicht und bodenkundlicher Baubegleitung durchgeführt. Um die Umwelt zu schonen und mögliche Anrainer und Verkehrsbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren, kam bei diesem Projekt auch die horizontale Bohrtechnik zum Einsatz. Im Gegensatz zur offenen Bauweise wurde dabei unterirdisch, zum Beispiel unter Straßen, Bahngleisen oder Flüssen hindurchgegraben, um diese zu queren. So wurde auch die Bundesstraße B1 zweimal untertunnelt. Beeindruckend sind die Zahlen der Erdgas-Hochdruckleitung HDL 100. Nach den Grabenverfüllungsarbeiten wurde der Unterboden dem ursprünglichen Niveau angepasst. Im Frühjahr wird dann das zwischengelagerte Humusabzugsmaterial auf den Unterboden aufgebracht und verteilt. Die neue Erdgas-Hochdruckleitung ermöglicht den Transport der geforderten Kapazitäten in den westlichen Teil Oberösterreichs und weiter nach Salzburg sicherzustellen. Das Leitungsprojekt bedient außerdem den Erdgasknoten im bayerisch-österreichischen Raum. Diese Leitung erhöht nicht nur die Versorgungssicherheit für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, sondern ist auch ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Erdgasinfrastruktur.